Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein für viele sehr heikles Thema. Ihr seht es schon, ich habe es aufgebaut. Und zwar um die WC-Kassette und natürlich auch um die Entleerung der Kassette. Das gehört hier immer dazu. Das ist meistens ein recht unbeliebtes Thema. Ich stelle euch mal meine zwei Kassetten vor. Einmal die C200 und die C500. Beides sind Tedford-Kassetten. Und ich zeige euch auch innen drin im Wohnwagen jeweils die Bedienung, weil es eine ist eine Drehbanktoilette, das andere ist eine normale Banktoilette. Wo liegen denn die Unterschiede? Auf was muss ich achten? Und ganz wichtig, gerade für Neueinsteiger, was muss ich denn bei der Entleerung beachten? Wie muss ich da vorgehen? Was muss ich tun? Seid gespannt, bleibt dran. Nach dem Intro geht's direkt los. Ja, schauen wir uns im ersten Schritt die Drehbanktoilette an. Man sieht es hier ganz gut, der obere Teil hier ist drehbar, weil das Ganze ist auch als Dusche nutzbar. Da kann ich die Toilette wegdrehen, damit ich etwas mehr Platz gewonnen habe. Und hier unten drunter, da in dem Teil, wird von außen dann die Kassette eingeschoben. Das schauen wir uns aber gleich noch an. Ja, innen drin habe ich dann einen sogenannten Schieber, um in die Kassette quasi reinzukommen. Wenn ich auf Toilette gehe, mache ich das natürlich auf. Und der Schieber befindet sich hier hinten dran. Also so mache ich auf, man hört es ganz gut und so wieder zu. Ist auch ein Großverschluss natürlich. Dann habe ich hier die Bedieneinheit. Der blaue Knopf ist der Spülknopf, um Wasser zu spülen. Und hier habe ich ein rotes Licht. Wenn das leuchtet, ist die Toilettenkassette voll. Das signalisiert mir der Mann ja auch hier, dass ich die quasi ausleeren gehen soll. Aber das zeige ich euch gleich noch. Jetzt schauen wir uns noch die klassische Banktoilette an. Ja, hier haben wir jetzt eine klassische Banktoilette. Der Unterschied ist einfach nur der, dass ich hier nichts drehen kann. Das ist die normale Toilette. Die ist ganz normal hier eingebaut. Hier unten drunter, man erkennt es auch ganz gut, ist dann die Kassette eingeschoben und ich habe nur einen Bedienknopf, das ist der hier drüben. Ich kann auch hier drehen zum Öffnen und Schließen, habe hier den blauen Knopf zum Spülen und habe hier auch eine rote LED, die mir anzeigt, wenn die Toilettenkassette entsprechend voll ist und ich entleeren muss. Also im Prinzip vom Handling her fast identisch wie bei anderen. Hier ist halt alles in dem einen Griff mit integriert, aber kein Problem im Großen und Ganzen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von außen an, wie die Kassette von außen ausschaut. Ja, jetzt haben wir uns innen die Toilette angesehen. Jetzt schauen wir uns noch den Schacht an, wo auch die WC-Kassette drin ist, beziehungsweise wo man sie entnehmen kann. Wir fangen hier an mit dem Hobby, mit unserem eigenen Wohnwagen. Da kann ich hier den Schacht ganz normal aufmachen. Ich habe hier die eigentliche Kassette, die ich hier entnehmen kann. Das schauen wir uns aber im Detail bei dem anderen Wohnwagen an, wie das genau geht, was ich dann tun muss, wie ich die entleere. Das schauen wir gleich. Hier erstmal nur der Unterschied, der große Unterschied, dass der hier einen eigenen Spülwassertank hat für die Toilette. Die umfasst 17 Liter. Das ist schon recht groß, wenn man bedenkt, das ist nur Spülwasser für die Toilette. Und zwar einzufüllen hier über diesen Verschluss. Da füllt man das Wasser ein. Man könnte auch hier Zusätze dazugeben, weil es ja nur das Spülwasser ist. Und hier an dem Röhrchen, ich glaube, man sieht ganz gut, sieht man dann, wie hoch quasi das Spülwasser drin ist, wann also quasi der Tank gefüllt ist. Und hier über das Röhrchen entleere ich auch wieder das Wasser. Wenn ich also auf dem Weg nach Hause bin, möchte das Wasser hier raus haben, es ist ja arg gewischt und ich muss es ja eh rausmachen, dann kann ich es hier entsprechend rauslaufen lassen. Das ist also schon ganz geschickt gelöst und ich bin auch ganz glücklich, dass hier einen eigenen Tank hat. Mit einem gemeinsamen Tank geht es natürlich auch. Aber das hier ist natürlich sehr viel komfortabler insgesamt gelöst. Und die Kassette ist auch hier vorne relativ gut eingebaut. Das sehen wir gleich im Gegensatz zum Deadlift, wie das da gelöst ist. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, wir haben jetzt eben gesehen, wie es aussieht, wenn ein eigener Tank in der Toilettenabteilung verbaut ist. Und wir haben auch gesehen, wie ich erkenne, dass die WC-Kassette voll ist. Und jetzt schauen wir mal, wie hole ich die denn überhaupt aus dem Schacht da raus? Wie funktioniert das ganze Handling? Das schauen wir uns jetzt an. Und zwar erstmal mache ich den Deckel auf. Das ist hier etwas anders. Hier habe ich zwei Knöpfe zum Drücken, aber letztendlich ist das alles überhaupt kein Thema. Und hier sehe ich schon, also es ist nicht gut verkleidet, das Abteil hier, aber das lassen wir mal außer Ansatz. Hier ist nichts, wo ich noch Wasser einfüllen könnte. Das sieht man nichts. Habe auch keine Skala, also hier ist kein eigener Tank verbaut. Daran kann man das sehr gut erkennen. Oder man schaut natürlich in der Beschreibung des Wohnwagens nach, das muss ja irgendwo stehen. So, hier unten habe ich so einen gelben Hebel, den seht ihr hier ganz gut. Den muss ich nach oben ziehen und dann kann ich die Kassette rausholen. Ja, wie gehe ich dann vor? Dann habe ich an den Toilettenkassetten immer einen Griff dran. Hier ist es so, dass ich nach außen klappe.
Bei dem hier ist er hier oben. Ich ziehe den nach unten und ziehe ihn so raus. Also im Endeffekt vom Handling her das Gleiche. Relativ identisch. Und so würde ich ihn auch wie so ein Trolley hinter mir her an die Ausgussstelle ziehen. Apropos Ausgussstelle. Es gibt extra auf den Campingplätzen extra WC-Chemietoiletten. Ihr dürft ihn also nicht in die Grauwasserentsorgung, in den Kanal schütten oder auch nicht in die normale Toilette, sondern es gibt extra Chemietoiletten, da gehört dieses Kassette entleert. Das ist aber entsprechend beschildert auf den Campingplätzen, da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. An der Ausgussstelle angekommen, klappt ihr wieder den Griff nach unten und dann wird der Hahn nach oben gestellt, dass es das Wasser rauslassen kann. Kommen wir erstmal zu den Elementen. Ich habe hier einen Griff dran, der zweite habe ich hier unten drunter. Bei dieser habe ich zwei Griffe hier. Ja? Ich habe hier die Einheit, das hier und das hier. Das dient nur der Verriegelung hier im Schacht. Das hat nichts zu bedeuten. Und ich habe noch zwei Knöpfe dran. Einmal der hier hinten und bei dem ist er hier unten. Das ist ein grüner Knopf. Das ist der Entlüftungsknopf. Der ist ganz entscheidend für die Entleerung. Das sehen wir aber gleich. Ich habe in diese Kassette Wasser reingefüllt. Da könnt ihr euch das gleich mal anschauen, was das für einen Unterschied ausmacht. Also, ich mache das Ganze auf. Leg den Deckel beiseite, kann ihn natürlich auch mit reinigen. Dann gehe ich hin, nehme ihn hier am Griff und hier unten drunter und entleere das Ganze. Jetzt könnt ihr mal schauen, da kommt nur ein bisschen was raus, weil er zieht ja immer noch Luft. Wenn ich jetzt die Entlüftung drücke, dann wird Entlüftung wieder weg. Entlüftung drücken und es entwässert natürlich auch ruckfrei, was bei der Fäkalientankgeschichte eigentlich ganz hilfreich ist, dass es nicht so rumspritzt. Ich denke, das ist versteht aus von selbst. Also deswegen sollte man immer den Knopf da unten benutzen. Sehr, sehr heißer Tipp. Ja, ansonsten, wenn ihr das letzte Mal entleert habt, auf dem Campingplatz beispielsweise und fahrt wieder nach Hause, dann gehe ich hin und mache hier mal den Deckel nach auf. Den kann man aufschieben und kann hier den betätigen und kann hier reinschauen. Hol ich ihn gerade mal wieder bei, dass er so dreckig wird. Und dann kann man hier mal reinschauen, kann hier nochmal notfalls mit dem Wasserschlauch, bei der Chemietoilette ist immer ein Wasserschlauch dabei, kann ich das nochmal ausschwenken. Machen wir dazu. Ansonsten, wenn ich entleert habe, fülle ich immer nochmal Wasser nach. Und dann schwenke ich das Ganze nochmal so ein bisschen aus, dass er alles erwischt und leere ihn dann wieder aus, bis dann irgendwann, wie jetzt auch hier, dann kommt dann nur noch klares Wasser, dann weiß ich, der Tank ist sauber. Und das ist auch kein Thema. Noch ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr einen gebrauchten Wohnwagen gekauft habt, wo ja die ganze Anlage schon benutzt wurde. Es gibt sogenannte Refresh-Sets zu kaufen im Campingzubehör. Da müsst ihr wissen, was habt ihr für eine Kassette, also welche Marke, welches Fabrikat und welches Modell. Und dann bekommt ihr so für ungefähr etwas mehr wie 100 Euro eine neue Kassette und auch einen neuen Toilettenaufsatz für innen drin. Dass ihr quasi das alles mal neu machen könnt, damit ihr das neu benutzen könnt. Das empfiehlt sich vielleicht für jemanden, der einen gebrauchten Wohnwagen kauft und das alles schon etwas älter ist und benutzt ist, dass ich sage, ich kaufe mir das einmal neu. Und wie gesagt, für 100 Euro roundabout finde ich das auch annehmlich, weil das Ganze hält ja Jahre. Das ist überhaupt kein Thema. Da kommt in aller Regel nichts dran. Ja, noch ein kurzer Satz zum Thema Flüssigkeit. Ich hole hier gerade mal meine Sachen. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt ausgeleert habt, hier Wasser reinzumachen und hier abgemessen, das ist auch ein Messbecher, abgemessen auch die Flüssigkeit reinzufüllen. Da gibt es so Flaschen in grün und blau zum Beispiel, wo man dann hier Flüssigkeit reinkippt. Ich bin da kein Fan von, wir haben das auch benutzt. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Marken, dass keiner sagen kann, das ist nur eine Marke. Dometic und Tedford ist beides identisch. Und zwar sind das solche Tabletten, nenne ich es mal. Das ist Pulver in so einer Folie. Wenn ich die Kassette wieder reinsetze, mache ich innen drin den Deckel auf und werfe die einmal rein und dann habe ich denselben Effekt. Ich finde die von der Anwendung, von der Funktionalität sehr gut und ich muss mit Flüssigkeit hantieren. Natürlich sind sie einen kleinen Tick teurer wie die Flüssigkeit. Das versteht sich von selbst. Ich denke, das ist klar, dass es etwas mehr kostet. Aber ich finde es trotzdem vom Handling besser. Und es ist jetzt nicht so, dass man 100 Euro mehr ausgibt im Jahr. So viel ist es nicht. Das ist ganz, ganz wenig. Vielleicht ein Zehner im Jahr, wo man mehr ausgibt für die Tabs. Mehr dürfte es nicht sein. Und vom Handling, wie gesagt, finde ich es einfach viel, viel besser. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, was für euch da die bessere Variante ist.
Ja, ansonsten, wie gesagt, ein großer Vorteil des eigenen Tanks, Spültanks fürs Toilettensystem ist natürlich, ich kann da eine separate Flüssigkeit reinfüllen. Nochmal, da gibt es so rosane Flüssigkeiten für ein bisschen Geruch. Das kann ich natürlich nicht machen, wie hier, wo ich einen Tank nur habe, auch für alles. Da kann ich keine separate Flüssigkeit reingeben. Ich denke, das ist klar. Ansonsten vom Handling her und vom Ausleeren her muss ich da keine Gedanken machen. Klar, die Geruchsbildung ist ein bisschen da. Ich finde, es stört mich jetzt nicht. Und das sollte jeder machen können. Ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem ist. Also ich glaube, man sollte sich da ruhig dran trauen. Das sollte kein Thema sein. Wobei die meisten nutzen ja die Toiletten auch nur fürs kleine Geschäft. Dann ist es sowieso ein kleineres Thema. Ja, ansonsten würde ich mich über eure Kommentare freuen. Lasst mir gerne Kommentare da, wie ihr das Thema seht, ob ihr damit gut zurechtkommt. Und mal eine Frage, was ihr auch gerne in den Kommentaren beantworten dürft. Wer leert denn bei euch die Toilette aus? Ist es der Mann oder ist es die Frau? Bei uns macht zum Beispiel ich das. Aber ich glaube, das ist bunt gemischt. Es wäre ja mal ganz gut, da ein Stimmungsbild zu haben. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, wer das bei euch übernimmt. Ansonsten freue ich mich über Likes und Abos meines Kanals. Das versteht sich von selbst. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns hier mal auf dem Campingplatz. Macht's gut.